Landeshauptmann Kompatsch hat uns 2013 versprochen, uns und ganz Südtirol versprochen, mehr Transparenz in den politischen Alltag zu bringen, einen neuen Politikstil zu prägen. Und ich zählte damals, obwohl ich nie Volkspartei gewählt habe, zu jenen, die ihm geglaubt haben und auch darauf gehofft haben, dass das eintreten wird. Wir haben allein in diesen letzten 5 Jahren mitgekriegt, wie dieser Politikstil und wie diese Transparenz gelebt wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erinnern wir uns an die 700 Millionen PNR-Gelder, wo wir wollten, dass der gesamte Landtag mitentscheidet und sich einbringen kann und Vorschläge unterbreiten kann, abgelehnt. Die regelmäßigen Tabellen, die wir bei den Haushaltsdebatten und bei der Verabschiedung des Haushaltes von über 6 Milliarden Euro am Tag der Abstimmung neu bekommen, wo keiner einen Überblick haben kann. Erinnert euch an den Eiertanz um die Punkte beim Wohnen. Erinnert euch das, was im 4. Gesetzgebungsausschuss mit der finanziellen Deckung gewesen ist. An die Spielchen von Vettori, der immer wieder beauftragt wird, den Kopf hinzuhalten. Erinnert euch an das Landesenergiegesetz, das uns vor 10 Jahren versprochen worden ist, gemeinsam zu erarbeiten. Und was ist passiert? Wir haben es in der letzten Landtagssitzung im Eilverfahren müssen hier durchboxen. Ohne Einbindung der Gremien, ohne wirklich Einbindung der Bürger. Der absolute Tiefpunkt war die Einstellung der Arbeiten dieses Untersuchungsausschusses. Es wurden uns die Fragen verwehrt, die wir zu stellen hatten. Wir wollten diese Vorwürfe entkräften und bewerten. Es sind alle Parteiobleute gekommen, auch von den Oppositionsparteien. Alle haben offengelegt, wie sie ihre Wahlkämpfe finanzieren. Und auch der Obmann der Südtiroler Volkspartei hat gesagt, bitte ladet euch das Wahlkampfkomitee ein. Wir haben immer gesagt, wir wollen beide Glocken hören. Wir wissen die Situation auch in der Volkspartei. Wir haben gesagt, wir wollen Wiedmann hören, wir wollen aber auch Zeller hören. Wir wollen alle, die hier in diesem Wahlkampf, Spendenkomitee und im Wahlkampf, die drinnen waren, hören. Und die Fragen dazu auch beantwortet bekommen. Und es ist bezeichnend, dass hier wirklich heute keiner dieser Akteure da ist in der Aula. Wir wollten wissen, ob es stimmt, dass es eben einen separaten Wahlkampf, einen Wahlkampf neben dem offiziellen Wahlkampf gegeben hat, dass das Parteiwahlkampfteam beschlossen hat. Hat es daneben, neben der offiziellen Wahlkampfagentur, eine weitere Agentur gegeben, die Werbung gemacht hat? Von wem wurde diese beauftragt und so weiter? Das sind die Fragen, die wir zu stellen hatten. Die Agentur Zukunft, das wurde schon von mehreren angesprochen. Von wem wurde die beauftragt? Von wem wurden diese City Lights beauftragt? Wusste das offizielle Wahlkampfteam davon oder nicht? Und warum ist das so wichtig? Denn entweder ist es eine Partei, die Werbung macht, auch für Spitzenkandidaten, die natürlich dann diese Kosten auch aufteilt, oder ist es eben eine direkte Werbung, die für einen einzelnen Kandidaten gilt und das, was natürlich dann auch gesetzeswidrig ist. Und das zu entkräften und das aufzudecken, beziehungsweise auch zu erklären, dass es nicht zutrifft, da muss man halt auch in den Ausschuss kommen und sich das anhören und nicht nur von Transparenz reden und Transparenz predigen und dann auf so eine dramatische, auf so eine dreiste Art und Weise den Ausschuss schließen. Ihr habt damit als politische Mehrheit in diesem Land die Kontrollfunktion ausgehebelt, das Recht und die Rolle des Südtiroler Landtages massiv verletzt und ihr schadet damit der Demokratie und ihr schadet damit Südtirol. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass es euch nicht bewusst ist. Denn das, was wir hier erleben, das ist wirklich der größte demokratiepolitische Tiefpunkt, den wir hier erlebt haben. Es hat große Skandale in diesem Land gegeben. Aber demokratiepolitisch ist das ein absoluter Tiefpunkt, der wirklich die Dreistigkeit dieser SVP-Mehrheit unter ihrem Landeshauptmann Kompatscher aufzeigt. Und ich glaube, es ist schon auch die Maske heute hier gefallen, und die Bürgerinnen und Bürgerinnen, glaube ich, sind schon sehr sensibel, die das auch einschätzen können.
bei jedem Dorffestel, bei jedem Bandel, das durchzuschneiden ist, seit Wochen rennt ihr die Dörfer auf und ab. Da wehrt man sich kaum. Der Landeshauptmann lächelt von jeder Bushaltestelle runter und heute ist keiner von euch hier und hat die Courage, sich die Berichte der politischen Minderheit anzuhören, Stellung zu nehmen und die Fragen zu beantworten.